Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und wie angekündigt, natürlich spiele ich noch online, aber ich werde jetzt nicht immer alle neuen Rollenherausforderungen durchziehen. Aber wir wollen ja nicht, dass die Serie abreißt, also wird jeden Tag ein bisschen online gespielt. Was gibt's heute? Biberhäuten, kapitale Briefe einsammeln. Okay, Distanzmoral hier zurückgelegt. Oh, Mercer besucht, ja. Geschäft besucht, Wuthähne gehäutet. Irgendwas werden wir schon schaffen. Adlerauge benutzt, Kopf im Landdruck mit Wieg schwierige. Das wird eh nix. Perfekte Tierkadaver spenden. Spenden 20 Stück. Gut. Und was verkaufen? Schnapsflasche trinken kann ich. Habe die Nerbstücke gefunden und Sammlerstücke mit Detektor. 2 Minuten mit der Band gespielt. Die Einrichtung ändern. Story-Mission wird auch nix. Legendäre Tiere fotografiert. Das ist ja vorwiegend Glückssache. Dann hauen wir uns mal eben ein Tarntonikum rein. Und eine Flasche hier Gin. Dann läuft das schon mal weiter. Schauen wir mal. Irgendwas Gescheites kochen. Und da seht ihr, es gibt die nächste Auszeichnung. Das werden wir natürlich nicht vernachlässigen. Aber wie gesagt, dass ich hier dann immer alle neuen Rollenherausforderungen. Ihr kennt die mittlerweile auch alle. Aber hier haben wir Platz genug. 20 Sachen sollen wir spenden. Irgendwas haben wir schon. Wäre natürlich toll, wenn wir hier perfekte Tiere hätten. Aber so viele habe ich, glaube ich, gar nicht. Rabenfedern können auch mal weg. Da bieten sich ja Federn und schlechte Felle an. Damit wir die 20 Dingens da schnell erledigt haben. Fasanfeder kann weg. Achtelfeder braucht keiner. Löfflerfeder braucht man auch nicht. Auch okay, this will have to do. Adlerfeder, ich weiß nicht, aber das Schlechte hier genau weg. Da haben wir schon. So. Oh, und ganz wichtig. Den Hund streicheln. Ja, das ist wichtig. Das ist mir wirklich sehr wichtig, ne? So. Denn wir wollen ja hier weiter auch das Gold sammeln. Bauernkollege hier. So. Wollen wir schauen, ob die uns jetzt auf dem Weg quasi zu den Bibern. Da haben wir schon mal einen. Gut dran. Oh, da hinten sind noch mehr. Da haben wir die drei. Weil, wie gesagt, ganz ohne online machen wir es. Mache ich es natürlich nicht. Die 61. Folge der Story ist schon hochgeladen. Und da werde ich mich jetzt ein bisschen mehr drum kümmern. Steigen hier heute. Wir brauchen doch das Gold. Oh, um nachher die Biber zu bekommen. Nehmen wir vielleicht ein anderes Gewehr, dass sie da nicht ins Wasser verschwinden, wenn wir die nicht richtig treffen.
dachte schon, hier ist wieder ein Überfall. Wenn wir mal eben hier oben bei unserem Großwildjäger schauen, ob da zufällig eine Schnapsflasche liegt. Aber es sieht nicht. Doch. Auch noch Glück hier. Auch noch gut geraten. So. Die nehmen wir mit. One day I'll have to tell you about my summer hunting walrus on Unimak. So, dann. War ja, glaube ich, irgendwas mit dem Spaten finden. Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet. Nimmt man den einfach mal raus hier, den Detektor. Aha. Oh. Da habe ich jetzt gepennt. Da müssen wir jetzt das Pferd die ganze Zeit beruhigen. Die Waffe wechseln. Und hoffen. So. Da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir sollten ein legendäres Tier fotografieren. Ich finde, den sieht man immer schlecht. Kamera ist voll. Das gibt's doch nicht. Aber es hat geklappt. So, dann gucken wir mal, ob wir hier einen anderen Biber finden. Wir sollen ja Biber häuten. Dann nehme ich auch. Muss es ja nicht der sein, oder? Kann ich da auch nehmen. Biber ist Biber, oder? Auch noch ein bisschen Glück heute hier. Warum flüchtet der? Das macht er da sonst so selten. Mann, ist der schnell. So, da steige ich auch für ab. Ob wir da unten an dem See noch andere Biber finden. Da ist es Biber gehäutet, ne? Drei Stück. Sitzen ja manchmal auch welche. Oh, 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 das geht schief. Das war ein bisschen sehr optimistisch hier. Brauchen wir jetzt eine schnell schießende Knarre? Die ist gut. Oh, nee. Was ist hier? Ach, da könnten wir die Kapitalebriefe einsammeln, ne? Habe ich jetzt aber keinen Bock zu. Denn ich wollte wissen, ob hier zufällig Biber sitzen. Ja, natürlich nicht. Dann reiten wir mal hier rum. Wir brauchen ja nur noch zwei. Heute auch keiner. Ja, das ist ärgerlich. Oh. Ah, oh, hinten war gerade noch eine Tau-Karte. Ja, und die lassen uns ja nie entgehen, ne? Gerade hier bin. Ne, das war falsch.
Aha, wieder ein Satz voll. Knarre raus. Und hoffen, dass hier gleich zwei Biber sitzen. Da hinten. Aber es sieht nicht danach aus, ne? Ah, hier ist ein Pflänzchen. Aber keine Biber. Ja, das gibt's doch nicht. So, hier hört man das Pflänzchen. Wir gucken noch mal. Mal erstmal das Pferd sauber, ne? Creature there? Real impressive, huh? I want a picture with it. If there's one thing a lady admires, it's a fearsome animal. Ja, nehmen wir mal an, ne? Yeah? Good. Let me get set. Hold on. Let me get ready. Okay, I'm ready. Let me know if I should get closer. Shit. You are damn terrible. I'll take the picture with me. Here. Guess you did your best. Ja, für $5 kann man mal so ein Foto machen, oder? Ja, das ignorieren wir jetzt. Warten wir mal eben nach Strawberry. Geschäft. Dann wird das mit den Bibern halt nichts. Oh, oh, oh. Ja, das kann ich gut so. Unfälle bauen. Auch noch mit. Weiß nix. Da oben auch nicht. So, dran vorbeireiten reicht. Eben noch zur Schwarzbrennerei. Oh, haben wir auch kein Glück. Aber hier scheint jawohl eine Tarotkarte zu liegen. Nehmen wir die auch noch mit. Ändern mal eben die Einrichtung. Got some more work for you.
Okay, then. Wieder auf die kultivierte Geschichte hier. So, dann schauen wir mal eben. Also, Biber, okay. Und dann ist das so, das vorbesucht. Ich weiß nicht. Ja, machen müssen wir aber nicht. Händler. Da haben wir ein bisschen was geschafft. Sammler. Ja, mein Gott. Da raten wir jetzt hier noch die üblichen Stellen ab. Mit der Band gespielt. Kann man machen, muss man nicht. Das Tantonika. Können wir uns auch noch reinziehen. Ich umreite jetzt also ein bisschen die Straßensperre. Wir wollen ja hier heute eine entspannte Runde am Sonntag machen. Dann gucken wir mal, ob hier auch noch was ist. Aha. Das hier. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber ist egal. Dann haben wir das auch erledigt. Geht ja relativ gut, ne? 18 Minuten. Kann man schaffen, ne? Denn wir können dann mal eben gucken, wir brauchen noch 4 Herausforderungen. Das heißt, wenn wir die machen, können wir mal eben machen, dann sind es nur noch 3. Ja, so richtig. 3 Stück brauchen wir noch, das heißt, wir können perfekte Tierkadaver sammeln. Ja, das wäre wirklich easy zu schaffen. Ja. Aber. Achso, wo wir gerade hier sind, ne? Aber wie gesagt. Was sagt, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich denke, wenn das so um die 20, 25 Minuten das Video ist. Ihr wisst, wie es geht. Muss man ein bisschen aufpassen. Da müssen wir jetzt nicht alle Herausforderungen durchziehen. Weiß mich ja doch irgendwie, ne? Es juckt in den Fingern, es doch zu machen. So, das gehen wir mal ab. Dann bestellen wir mal eben Vorräte. Impatient, ain't you? Und ich hol mal eben kurz auch die Munition ab. Dann haben wir wieder die Taschen voll. Und ich denke, dann machen wir auch Schluss für heute. Eine kurze Runde online.
knapp 20 Minuten am Sonntag. Die anderen Herausforderungen. Ihr wisst, wie es geht. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt bitte was in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.